Luftbildaufnahme mit Drohne. Präsentieren Sie Ihre Immobilie oder Ihr Event aus der Vogelperspektive. Schnell und effizient, professionell und preiswert. Fliegenderkameramann.de. Zwischen dichten Hecken, ungemähten Wiesen und viel Natur hat Bochums größter Bio-Imker Jürgen Knop seine Bienenvölker untergebracht. Die kleine Idylle liegt in der Nähe der Ruhr im Ortsteil Stiepel, der genauso ländlich wie nobel ist. Deshalb passt hier auch ein alter Imkerwitz so gut hin. Ja, ich bin Millionär. Nun bezieht sich diese Aussage aber auf die Anzahl seiner Bienen. Denn Jürgen Knop besitzt insgesamt 50 Völker. Und auch wenn man sie nicht zählt, glaubt man gerne, dass die Million nicht so dahergeredet ist. In guten Jahren produzieren die 50 Völker eine ganze Containerladung voller Honig. Wenn du pro Volk 40 Kilo Honig als Standimker so im Durchschnitt rechnest, dann bist du bei 2 Tonnen Honig im Jahr. 2 Tonnen Stiepler Blüte, so heißt das fertige Produkt aus der Knopschen Produktion. Doch das ist die Bilanz der, wie gesagt, guten Jahre. Die liegen mittlerweile aber schon länger zurück. Die letzten 3 Jahre brachten letztlich Missernten, also nur praktisch den halben Honigertrag, wie wir uns das eigentlich wünschen sollten. So wie in diesem Jahr, also das 4. Jahr in Folge, wo die Frühjahrsernte mehr oder weniger ausfällt. Während es in diesem Jahr der kalte Frühling war, der kaum Blüten und somit kein Futter für die Bienen produzierte, war es in den Jahren zuvor der Klimawandel, der auch das Leben der Bochumer Honigbienen beeinträchtigte. Das Problem sind die milden Winter, die wir durchlebt hatten. Und das wiederum hat Auswirkungen auf den Entwicklungszyklus der Varroa-Milbe. Die Varroa-Milbe verbreitet Krankheiten und daran sterben die Bienen. Das bedeutet, dass wir aufgrund dessen hier in Europa keine wild lebenden Honigbienen mehr haben. Die wurden allesamt parasitiert und so ein Volk ist spätestens in 2 Jahren wirklich tot. Umso wichtiger ist heute die Funktion der professionellen Imker. Knapp 600 gibt es in Deutschland und die erhalten uns die Bestäubungsmaschine Honigbiene. Wild lebende Insekten, die sterben aus, sodass der Anteil der Bestäubungsleistung durch Imker natürlich relativ größer wird. Mit jedem Glas Bochumer Honig unterstützt man also auch direkt die Bestäubung der Bochumer Pflanzenwelt. Dafür lässt sich dann Jürgen Knop auch gerne mal stechen. Wobei das gar nicht so häufig vorkommt, denn der Bio-Imker weiß, was Bienen nicht mögen. Schnelle Bewegungen mögen die nicht. Bestimmte Gerüche können Bienen aggressiv machen, wie zum Beispiel Banane oder einige Parfums, Mobilfunktelefone. Senden entsprechend Strahlen aus, die Bienen nicht mögen. Also, wenn man jemanden nicht mag, einfach mal mit Banane und Handy zum Tanzen in die Stiepler Wiesen schicken. Und da gibt es dann auch noch on top ein paar hungrige Zecken, wie der Kameramann, der diese Aufnahmen gemacht hat, zu Hause feststellen konnte.